Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Ja, wir rudern heute im Rhythmus nach Rom und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins. Siehst du sie? Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Du klingst ganz begeistert. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum. Das ist die Welt, in der wir leben. Tja, da fliegen die Vögel über uns hinweg. Schaut euch aber gerne an. Um nochmal auf die letzte Folge anzusprechen, falls ihr sie nicht gesehen habt, schaut sie am besten auf jeden Fall an. Da haben wir wieder einen Teil rausgefunden, wie zum Beispiel das Wappen der Assassinen gegründet wurde. Oder zum Beispiel, für was sie jetzt eigentlich genau stehen, geschweige denn, oder wie sie es festgelegt haben. Wir sind entdeckt worden! Ja, die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Ja, die Gegner werden kommen, denn dort drüben sind sie schon. Ach du Scheiße. Da kommen sie. Ich glaube, dort werden einige kommen. Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Ja. Alala! Alter Schwede! Da haben wir wieder ein paar. Und Feuer frei. Die Lieder, die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist. Wenn das geschieht, Foxy, das wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lautheits mit. Ich nehme dich beim Wort. So, dann. Glaub mir, du würdest es bereuen. Bring wir es hinter uns. Ja. Aber dann ist zerstört. Noch eine versenkt. Bis jetzt würde ich nicht sein. Noch eine auf den Abgrund. Die ist wo? Da hinter uns, ah. Volle Fahrt! Wir werden angegriffen! Ich würde sagen. Achtung! Ich muss suchen. Rudert schneller! Und da würde ich sagen, Feuer frei. Boah! Ah, die Katapulte sind angegangen. Sie hetzen Feuerschiffe auf uns! Götter. Unsere Flotte ist zu dicht formiert. Sie erwischen uns. Oh, wir sind in der Unterzahl. Da sind zu viele Höllenschiffe. Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt. Versenkt sie! Oh. Los! Durchhalten! Naja, wir haben es geschafft. Ein Schiff haben wir noch bei uns. Normale Fahrt! So, wir müssen da durch auf jeden Fall. Wir sollten die Feuerschenkel auf jeden Fall alle versinken. Feuer! Feuer! Mehr Feuerschiffe in der Nähe! Bei den Göttern! Die sind überall! Ah ja. Ein paar sind da auf jeden Fall. Wir sollten auf jeden Fall schnell wieder feuern. Schnell
Feuerschiffe erstmal Deckung gehen. Dann das machen. Dann ganz dringend das hier machen. Und dann erstmal hier die kleinen Feuerschiffe. Deckung. Sehr schön. Und dann erstmal hier Feuerwehr raushauen. Hinter uns. So. Dann das hier. Deckung. Sehr schön. Und dann hier drüben. Für Stress sorgen. Ah, leider nicht getroffen. Was ist jetzt los? Im Rhythmus bleiben! Ah, sehr schön. Erhöht die Schlagzahl! Komm. Nein. Nein, du hast wieder geschossen. Mehr Geschwindigkeit! Und mehr Zeit und hilf uns! Das ist eine Armada! Haben wir die Feuerkraft, um dagegen anzukommen? Wo denn? Ich wüsste nicht wie! Unsere Flotte ist zerstreut! Die Verbündeten fort! Wir sind erledigt! Reiß dich zusammen, du alter Seebär! Rette dein verdammtes Schiff! Noch eine Flotte da! Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Oh ja, Männer, oh ja. Fürchte dieses Biest nicht! Das sind zwei fette Schiffe! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Alter Schwede! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho, ich hätte einer sein sollen. Und auch ein Philosoph. Was wir alles hätten sein sollen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Sehr schön. Oh nein, 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 nein. Au, 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 au. Und Feuer frei. Ja, nochmal eine durchhalten. Oh, ich bin gerammt. Rudert schneller! Der Buu. Jetzt, das hat auf jeden Fall gesessen, würde ich sagen. Ja, das wird dann. Oh, der kommt, der kommt. Okay. Jetzt schieße er hier die Salbe einer oder anderen. Alter, ich komme hier gar nicht aus der Deckung raus. So. Schießen wir die Leuchtfacke rüber. Boah, das hat den gut Schaden gemacht. Schneller! Wir werden angegriffen! Feuer! Ja, wir bremsen einfach mal ab. Mehr Tempo! Deckung! Und Katapulte sind wieder geladen. Die Salbe rum. Die schießen Salbe. Es ist ja nicht mehr normal. Die Schiffe sind echt richtig krass. Aber ich habe auf jeden Fall auch gute Waffen. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Aber ich mache mit meinem Bogen lang nicht so viel Schaden. Ich muss eigentlich fast rammen. Im Katapult arbeiten. Feuer! Im Rhythmus bleiben! So, zack, zack, zack. Erhöht die Schlagzahl! Das haben wir auch. Das kann sich dann verabschieden. Das Schiff und das kann sich eigentlich prinzipiell auch schon verabschieden. Sehr schön. Ja, ist er ja. Also genauso verabschieden. Wir haben es geschafft, auch gegen die größten Schiffe der Schiffe. Haben wir gewonnen. Mit euch dem Mond zurück ins Meer! Hey, oh Faulpelze! Formiert euch mit den anderen! Denn heute segeln wir gemeinsam! Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ob wir jetzt weiter Eier spielen oder ob wir zurück irgendwo hingehen. Es scheint, dass wir vielleicht wieder zurück in die Realität gehen. Womöglich. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Auch cool. Jetzt kämpfen wir gleich mit beiden Charakteren. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du misch dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha! Dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Nein, ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Alter Schwede. Wir alter Schwede. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre! Du hast mir alles genommen! Ich bin ein Gabinianer! Tja. So. Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Keine Munition mehr. Schade. Dann müssen wir ein bisschen so durchkommen. Aber wir haben ihn schon gut die Hälfte seines Lebens abgezogen. Wir müssen dadurch schon mal nicht in den Nahkampf direkt. Was wir direkt mal machen können, ist erstmal kurz das Inventar zu öffnen, was jetzt irgendwie nicht geht. Also, jetzt hat sie ja noch nicht dabei. Und, ja gut, dann haben wir alles ausgebraucht. Wir müssen doch wohl jetzt in den Nahkampf. Aber sie hat, sie hat gute kleine Dolche dabei, das sind wir schnell. Ja. Aua, aua. Ja, damit. Zack. Zack, 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 zack. Wie geil das macht. Mit ihm mega spannend. Mit ihr. Mit kleinen Waffen. Das ist nicht immer die schweren Waffen, sind immer die geilsten, sondern wirklich auch also die kleinen. Machen es aus. Ja, ganz schnell hintereinander, aber gut Schaden machen. Klar, sie machen nicht so viel Schaden wie sonst auch. Bam. Zack, 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 zack. Gut, dass wir das hervorstecken. Das Glück haben. Alter. hat er mich wohl doch einmal wieder erwischt. Aber das kann ich nicht kraften. Wow. Ich kann mal probieren, ob man mit der auch schwer angefangen hat. Alter, Alter. Ohoho. Oh, okay. Ich kann jetzt aber nichts machen. Jetzt wird er aber richtig aggressiv. So, ich glaube, das wird das letzte Mal sein. Yep. Damit haben wir es vernichtet ihn. Damit haben wir es geschafft. Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb.
Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gabinianer. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Uah. Das war schon eher Mund. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kuria sein. Okay. Wir werden weitermachen. Bevor wir das Ende machen, filmen wir natürlich sowas. So ist das mal auf. Und dann gehen wir rein. Nein, können wir nicht. Wir müssen hier hoch. Okay. Wow. Also, das schaut nicht schlecht aus hier. Ja. Wow. Hier wimmelt es nur so von Soldaten. Ja, und das heißt wortwörtlich, beziehungsweise das heißt, so nehme ich der, die Stealth lang gehen soll. Kein Problem, dann gehen wir mal den geführten Weg ein bisschen lang. Ich fühle mich wahrscheinlich über die Dächer, genau, und das Seil, das typische. Was als nächstes ist. Ich kann ein bisschen hier lang übergehen, ich kann auch Stealth dann weitergehen. Man kann... Die Figur. Kann ich dann hier rein? Frage, ob in dem Wasser irgendwas Tiere drin sind. Ah, ich sollte es versuchen. Ja, ich glaube, dass da keine Krokodile drin sind. Sino haben wir ja nicht. So, den wollte ich gerade vorschicken. Wir hochklettern und gleich von der nächsten Punkt weitergehen. Hoffentlich. Zumindest können wir hier uns ein bisschen Überblick verschaffen. Also. Prinzipiell können wir hier nicht weiter. Aber wir kommen hier rein. Können wir doch hier ein Stück weiter gehen. Die Büsche. Ivy! Stante! Mola! Was ist denn los? Er hat sich dann zum Schlafen hingelegt. Mal ein blöder Zeitpunkt. Siste! Nicht true! Et non movere! Sehr schön. Und dann gehen wir nochmal hier hoch. An den Wachen vorbei. Ja, hier ist keine Wache mehr. Und dann schauen wir nochmal hier rein. Ja, im Schatten. Sagten wir mal nicht jetzt. Sofort haben wir rausgefunden. Oh. Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Caesar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und Land für alle Bürger bietet, nicht nur den wenigen Privilegierten. Du bist genauso privilegiert wie ich. Ich bin kein Diktator auf Lebenszeit. Eine Ehre, die mir die Bürger Roms zuteil werden ließen. Hätte ich dieses Geschenk ablehnen sollen? Du hättest zuerst an Rom und dann an dich denken sollen. Ich werde die Republik vereinen. Senatus, Populusque, Romanus. Für den Senat und das Volk Roms. Republik? Du... Okay. Auch du, mein Sohn. Ja!
jetzt sagen, das hat gesessen voll in die Eier. Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Rom ist die Ewige! Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Caesar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Caesar. Was hast du getan? Caesarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodorus starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. Tja, da hat sie recht, also das Prinzip, sie sind ja jetzt im Schatten agieren, sie können ja nicht, dass auch irgendwas reichen. Es muss eine Person geben, logischerweise auch die das Ganze leitet, das ist der Offizier das gerade gemacht, und das wird halt eben Cleopatra machen. Und das war da eben eine Ansage, dass sie das jetzt richtig machen sollte, weil sonst geht's ihr in den Kragen. Weil einer muss das Volk eben vertreten und das muss eben eine Königin sein, eben so gewisse Anweise. Wenn sie jetzt alle töten würde, würde es genauso falsch sein, weil das Ganze auch wieder im purem Chaos enden. Da muss einer für Recht und Ordnung sorgen. Und das ist halt allen, dass die Menschen immer einen haben, wo sie sich hängen können. Und auch für sie hat er jetzt auch einen Finger weniger. Und das wird ja auch zum Credo eigentlich, dass jetzt lange Jahre dass ein Finger fehlen muss. Für die Klinge sozusagen. Bayek, Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen.
Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Wow. Gigantisch. Mal gucken, was jetzt noch passieren wird. Mal gucken, ob wir dann gleich uns über das ganze Thema sprechen werden. Mögen sich deine Siege vervielfachen. Aber der Wahnsinn. Assassin's Creed Origins. Papa? Spring. Ich sage dazu nur gigantisch. Bevor wir irgendwie springen, schalten wir das Ganze frei und reden dann auch gleich mal ein bisschen über das Spiel, weil es wird nicht rum sein. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ich bin mir fast ziemlich sicher, die Hauptstory soweit durchgespielt. Ja? Er sagte, wir sollen springen, das Ganze werden wir jetzt auch mal tun, vielleicht kommt noch etwas. Deswegen springen wir doch mal. Tja. Gigantisch. Also, bevor wir das Ganze weitermachen, werde ich über das Ganze besprechen. Wir gucken uns das Ganze noch ein bisschen an. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das war der Beginn des Credos. Des Assassinen-Credos. Ja? Man sieht jetzt aber das Logo, haben wir übernommen. Das wurde übernommen, allein schon durch diesen Schädel. Gigantisch, was sich SS, also Ubisoft, sich da eingefallen hat. Also Chapeau, wie ihr den Kreis geschlossen habt und wie ihr euch die Mühe gegeben habt. Wahrscheinlich wird diese Nachricht leider nicht Ubisoft erreichen, aber wäre doch schön, wenn es das reicht. Und es ist gigantisch, was ihr geschaffen habt. Und ich gehe mal aus, das wisst ihr auch. Und wow. Einfach nur wow, kann ich dazu nur sagen. Und wir gucken uns jetzt mal gleich weiter um, was wir dazu machen können. Und das Let's Play wird jetzt nicht rum sein, auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt gleich die Hauptstory weiter abgeschlossen. Aber jetzt kommen wahrscheinlich noch die ganzen DLCs, die ich mehr spielen werde. Und es gibt so viel in der Welt noch zu machen. Und wir haben nicht mal, glaube ich, die ganze Welt erforscht. Es gibt noch Gebiete, wo wir, glaube ich, noch nicht kennen. Das Ganze werden wir gleich mal gucken. Und sogar das werden wir uns noch genau anschauen. Jetzt lese ich euch mal ganz kurz mal das darüber. Büro der Verborgenen. Du kannst jetzt in das Büro der Verborgenen in Memphis aufsuchen und dort die Geschäfte stehen, einzigartige Gegenstände zum Verkauf. Wow. Ja. Schreibt mal gerne eure Meinung. Ich würde mich so gerne freuen, wenn ihr mal sagt, wie fandet ihr das Spiel? Wie fandet ihr zumindest die Story? Ja, das Spiel ist ein anderes Thema, aber wie fandet ihr einfach die Storyline? Weil wir spielen es ja noch nicht ganz durch. Wie fandet ihr das im Vergleich, vielleicht auch die, wo vielleicht auch die Folgen Assassin's Creed spielen, wie findet ihr das? Ja, ich finde es auf jeden Fall gigantisch und im Nachhinein zu sagen, überlegen, es gehört zu einer der geilsten Assassin's Creed, die ich je gespielt habe. Ich habe Assassin's Creed 3 gefeiert, ich habe Assassin's Creed 4 gefeiert, das war meiner Meinung nach bis dahin die geilste Assassin's Creed. Es ist bis zu diesem Zeitpunkt, bis man die Story durchspielt, für mich war es am Anfang kein richtiges Assassin's Creed. Für mich konnte man nicht das abholen, weil ich das Credo nicht, oder ich hatte keinen leitenden Faden, sonst wurde man zum Beispiel im Dreier, wurde man immer gewisserweise hingeführt, ja. Man war der kleine Junge, wurde dann größer und ist gewachsen und dann hat sich einer gesagt, hey, so geht das und das und das, wir sind verborgen im Schatten. Aber für mich war vorher dann nicht klar, hey, klar, hier wird das Credo erst gegründet, ja. Zum Beispiel, man merkt das hier, der Finger wurde einfach aus einem Kampfreaktion, abgeschnitten und jetzt haben die alle eben das nachgemacht, einfach aus dem Credo-Gründen oder weil sie jetzt einfach so ist, gebildet, das Ganze. Die ist dann jetzt verborgen, die eine ist das Schriftführerin, könnte man sagen, die verteilt die Aufträge. Sie haben jetzt paar Lehrlinge, Padawane, wenn man es im Star Wars-Style sagen würde oder so. Es ist einfach nur gigantisch, ja. Und mal gucken, was man da alles machen kann.
Und ja, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge noch lange drüber reden. Aber das Ende hat so viel, diese 2-3 Minuten, was wir da am Schluss gemacht haben, das hat so viel nochmal ausgesagt über das ganze Game. Und ich werde immer ein bisschen emotional, wie ihr vielleicht ein bisschen merkt, weil es was einfach gigantisches, richtig geil gemacht ist. Und ich werde jetzt nach Memphis, bin ja schon, und da ist das Büro der Verborgenen. Ich muss da unbedingt mal hinreisen, mir das angucken. Weil jetzt sind wir ein Assassine. Ja, jetzt kann man das Wort auch wirklich aussprechen. Für mich auf jeden Fall auch. Und zu sagen, hey, das ist so. Ich würde noch gerne eine andere Uniform dazu anziehen. Und das Ganze werde ich auch noch gleich machen. Wir müssen ganz kurz natürlich den Ladescreen abwarten. Weil wir dann mich ganz kurz umziehen. Ja, es wäre noch cool, wenn es in dem Style gäbe, würde wirklich hier Assassinen-Uniform sonst haben. Aber sonst werde ich jetzt mir schnell die guten alten Uniformen anziehen. Alter I-Uniform oder Enzium-Uniform. Ich werde mir die Enzium-Uniform anziehen. Dazu werde aber auch mir, weil wir im Verborgenen arbeiten, das anziehen. Und das schaut mal mega geil aus. Dementsprechend haben wir einen Fähigkeitspunkt, den lasse ich erstmal frei. Wir haben Ayas Brief. Mein liebster Bayer-Kasse wurde bereits eliminiert. Ja. Gut, und damit haben wir eigentlich das ganze Dreck geschlossen auch. Wow. So, wir haben hier noch so ein paar Sachen. Die sind jetzt aber keine Aufträge. Man kann sie jetzt ein bisschen durchlesen. Verstecktes Geheimnis. Es gibt für Steinkreise in der Welt und sie erscheinen irgendeiner Art und Weise mit den Swings in der Verbindung zu stehen. Genau, da habe ich schon mal eins entdeckt gehabt. Und das werden wir uns auch mal drum kümmern. Ja, werden wir uns mal alle aufsuchen. Und die mal dann unter die Lupe nehmen. Da werde ich wahrscheinlich eine extra Folge machen, wo ich einfach nur diese Zeile suche. Ah, Bayek von Siva. Die Verborgenen kaufen. Aha. Tafel des Wissens. Diese Tafel enthält die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Wenn du sie liest, aha, erhältst du 1000 zusätzliche Erfahrungspunkte. Du kannst diese Tafel wirklich mal merkwürdig kaufen, um schneller voranzukommen. Okay. Viperzahn. Alles klar, legendäres Werkzeug. Aha. Ab Level 33, einfach auf meinem aktuellen Level. Legendäre Zeremoniestab. Schnell große Reichweite. Bogen des Widget. Verstärktes Schild. Okay. Ich habe geile Sachen. Und ganz mal sagen, können wir auch hier verkaufen. Ja. Gut. Können wir irgendwas davon was kaufen? Nein. Wir können uns die Tafel kaufen, um schneller zu leveln. Wiedersehen, Bayek. Ja, naja. Und hier haben wir Schriften. Und was machst du eigentlich so? Ja, sonst können wir hier, glaube ich, nichts Großartiges machen. wir können hier rausklettern. Und sonst können wir uns mal umgucken. Also, das ist das geheime Büro. Haben wir denn auf der Karte nach mehr? Haben wir zum Beispiel in Siva. Ja, da, wo wir eigentlich wohnen. Oder beziehungsweise herkommen. Auch so ein geheimes Versteck oder sowas in der Art? Nein, haben wir nicht. Haben wir wirklich, glaube ich, nur dort. Und hier haben wir Prüfung des Anubis. Finde gerade statt. Eine muss geführt. Ja, also wenn ihr überguckt, wir haben zum Beispiel immer noch einige Orte nicht entdeckt. Ja, wo uns einfach noch fehlen. Die wir aber in den nächsten Folgen dann freischalten werden müssen. Zum Beispiel hier fehlt noch was. Und da oben fehlt uns jede Menge noch. Ja. Und das ist eben noch, was wir dann freischalten müssen. Das ist eigentlich unbedingt die Hälfte. Fehlt uns immer noch so ein bisschen noch aus dazu gedeckt. Müssen wir immer noch ein bisschen leveln. Ja. Wir haben, wenn wir zum Beispiel die Quests angucken, haben wir prinzipiell abgeschlossen. Hier haben wir noch die Verborgenen. Reise in den, auch bekannt als das Land des Türkis, Reise in die Siana. Reicht die Fährte zum Siana. 500 Meter, Stufe 38, da muss ich auf jeden Fall noch leveln. Und dann Stufe 44, das ist dann glaube ich die Phylakis, wo wir uns rächen können auch. Fluch des Paranonen. Ich suchte nach einem weiteren Artefakt über Tau. Eine schreckliche Flugheime gesucht. Lange verstorbene Paranormen. Ja, bla bla bla. Also es gehört wahrscheinlich auch noch zu Hauptsachen, so ist es nicht. Aber prinzipiell hier immer noch Ereignisse, die aktuell geliefert sind, aber die brauche ich ein bisschen höheres Level. Ja, wir werden einfach in den nächsten Folgen und ich werde einfach ein bisschen auch nebenbei, ein bisschen Nebenquests machen. Und für mich sind wir jetzt wirklich ein Assassine, so wie wir gerade gekleidet sind. Gigantisch, ja? Wie gesagt, schreibt mal gerne eure Meinung dazu. Wir haben ja jetzt über viele Themen gesprochen. Ihr könnt mir gerne noch Fragen stellen zu irgendwas, was ich vielleicht bereit soll beantworten. Und dann würde ich sagen, sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed und lasst mir hoffentlich eine positive Bewertung da, wie euch die Story gefallen hat. Bis dann. Ciao.